Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rollercoaster Tycoon 3. So, wir spielen heute Insel Hopping. Wir sind irgendwie. Wo sind wir? Hier ist eine Insel. Ah, hier ist der Park. Ich habe angekündigt, es gibt einen lustigen Trick dabei. Und zwar diesen hier. Eine Achterbahn, die ich selber designt habe. Ja. Die habe ich sogar in diesem Level designt. Muss man der Fairness halber dazu sagen. Und die ist auch für dieses Level quasi gemacht. Wie platziere ich das jetzt am optimalsten? So, auf die Seite wäre, glaube ich, ganz nett. Ja. Gut. Nummer 1. Die Bahn bauen wir einfach dreimal. Und ja, was soll man sagen? Das ist der ganze Trick hieran. So, und dann nochmal. Na, danke. So. So viel zum Thema, wie löst man einfach Szenarien viel zu billig. Das ist quasi so eine Art Tutorial. Nein, viel zu billig. Hier. Alles gleich, will ich auch diesen Baum hier löschen. Der gehört mir eigentlich schon. So. Natürlich ist das jetzt am Anfang in der Anschaffung etwas teuer gewesen. Aber wird sich dann gleich Parkeinnahmen sehr schnell wieder reinholen. Weil ja, was soll ich sagen? Es ist zwar immer die gleiche Achterbahn, aber es ist die Achterbahn, die für Inselhopping gemacht ist. Sagen wir es mal so. Diese Bahn erfüllt nämlich genau die Ansprüche, die Szenarioziele ja, quasi vorgeben. Und das war's. Das ist halt der einzige Trick, den man hier so an, also den ich hier gerade so anwende. Und es ist einfach zu einfach, aber genial. Weil es halt keine verschiedenen Achterbahnen sein müssen. So. Finanzen, der Park stützt sich, soweit ich weiß, ganz und gar nur auf Darlehen. Richtig, so war das. So. Machen wir das mal so. Bauen wir noch einen KFC hin. Jo. Oh Gott, wie ging das jetzt? Hier waren das nicht. Es war hier bei 6 Euro. Glaube ich. 6 Euro 4. 3 Euro, 2 Euro war, soweit ich weiß, die Aufteilung, die ich hier hatte. Yep. Und Kokosnussdrinks. Yay! So. Und dann noch Getränke. Yay. So, 1,50. Ja, dann haben wir eigentlich noch Hot Dogs, die könnten wir auch noch machen. Weil wir dann hier mal so eine richtige Fressbude mal hinbauen. Läuft schon. Aussieht 1,50.
50, 1,75, 2 Euro, 2,30 Euro. Ich denke, das ist ein angemessener Preis. So. Okay, dann nur 2,50 und jetzt haben wir bald eh kein Geld mehr. Das heißt, wir brauchen dann noch eine Mechaniker und eine Reinigungsware. So, so, der Mechaniker ist da und die Reinigungskraft ist auch da. Und jetzt haben wir nur noch 700, ne, 600 Euro haben wir noch da. Was haben wir denn hier noch so für Bahnen, die wir davon bauen können? Das hier können wir uns gerade noch so leisten, da würde ich mal sagen. Leisten wir uns das auch. Da gibt es den Schiffeingang. Passt das auch? So. Oh. Natürlich, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Informationszäune, Pirat, Ende. Wie viel kostet die jetzt eigentlich im Eintritt? Okay, die ist sowieso richtig. 1, 2, 3. Offen, offen. Wir haben halt einfach die gleiche Bahn mehrmals gebaut. Warte mal, wie viel Darlehen haben wir denn? Okay, bis zu 20.000. Okay, ja gut, dann gehen wir dann noch ein bisschen in die Höhe und bauen halt alle Attraktionen, die wir bis dato verfügbar haben, einmal hier so hin. Oh yeah. So. Was gibt es denn sonst noch? Einen fliegenden Teppich? Ja, das ist sowieso immer so ein fliegender Teppich. Mache ich als Attraktion persönlich sehr gerne. Das dann zum besten wahrscheinlich dann so. Keine Ahnung. Hier noch Zäune. Ich denke, so passt das. Dann vielleicht eh nur noch das Überkopfsprengschiff Teil. Welches dann zum Beispiel hier so hin. Warum haben wir das denn nicht dahin gebaut? Passt ja doch viel besser. Kostet dann die 2,50. So, und dann haben wir dann noch eine aufregende Fahrt, den fliegenden Teppich. Den könnte ich jetzt dann theoretisch direkt daneben hinstellen. Wäre jetzt ja irgendwie auch wieder etwas doof. Warte, wie mache ich das denn jetzt? Wenn ich jetzt hier ein Hähnchen hinsetze, das öffne und dann noch einen Kokosnussdrink hinsetze und den eröffne. Warte mal, dich löschen wir nochmal. Und machen dann so, damit es schöner aussieht. Und dann hier Eingang und Ausgang festlegen. Okay. Was, das passt schon so. So,
Sieht jetzt da nicht ganz schön aus, aber haben wir wenigstens noch hier unten hingekriegt. Ist ja auch schön. So, noch auf 2 Euro raufstocken. Ja, ich würde mal sagen, wieder hier auf Go. Alles klar, warte, was? Ja. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Darlehen, die ich zurückzahlen muss. Dafür müssen jetzt schon mal die ganzen Leute in den Park kommen. Ist ja Wahnsinn. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten, bis wir 13.000 Euro haben und wir sind fertig. Und wie viel Darlehen haben wir? 12.000 sogar. Ja gut, wir müssen noch warten, bis wir 12.000 Euro haben und dann haben wir das Szenario Tour. Ja, wie gesagt, das ist viel zu einfach. Das heißt, ihr schaltet die Forschung einfach völlig aus. Also man merkt dann doch schon, dass die Leute hier am Anfang am liebsten reingehen in die Bahn. So, und jetzt sehen wir mal, wie viel Geld wir machen. Wenn 1.000 Euro pro Monat ins Plus kommen, wäre das schon echt geil. Sagen wir es mal so. Wenn wir das schaffen... Oh lol. Oh lol. Das war ein Cut. Haben immer alle Leute reinkommen müssen, wenn man ja beschäftigt war. Na, weil Darlehen zurückzahlen läuft bei uns. Auszeichnungen, yay! Das ist so blöd. Das ist natürlich so ein Vorspuler, geil. Es ist schon kriminell, wie einfach dieser Park ist, wenn man ihn mit dieser Technik spielt. Ja, aber diese Technik ist nur daraus entstanden, dass ich diesen Park eben schon mal gespielt habe und ihn spielen konnte.
Und damit diese Achterbahn schon vorgesehen habe. Und weil die so genial ist, habe ich mir die einfach gespeichert, weil die ist billig, ist gut und kostet wenig Geld. Umwerfen. Und wir haben im letzten Monat das erste Mal Essen und Trinken verkauft. Das ist sehr angenehm. Da merkt man auch, dass man sich in diesem Spiel teilweise überhaupt keine Mühe geben muss, um ein Szenario erfolgreich zu spielen. Da muss ich wirklich keine Mühe geben, eigentlich. Was echt lustig ist. Sagen wir es mal so. Es ist echt kriminell, wie viele Einnahmen man da immer macht. So, da la. Sind wir nun bei 900 gesamt. Wir haben diesen Monat etwas in den Bahntickets eingebüßt, dafür sehr viel Ladenverkauf. Und wir kommen wieder nicht über die 1000. Es ist aber sehr stabil, so auf einem Niveau von 900. Plus minus, also 950, plus minus 50. Das trifft es eigentlich sehr gut aktuell. So, und immer in der Mitte des Monats kann ich Darlehen zurückzahlen. Das funktioniert lustigerweise aber auch nur so lange, bis keine Bahn ausfällt. Oh yeah. Umwerfen. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Wieso regen wir uns jetzt? Meh. Okay. Sind schon mal wieder bei mehr Bahneinnahmen als letzten Monat. Ach komm, wenn in diesem Monat nicht über die 1000 Euro kommen, dann weiß ich es auch nicht. Der erste rasende Baumstamm ist kaputt gegangen. Dass wir noch zwei Achterbahnen in der gleichen Sorte haben. Okay. Wieso man aber jetzt eher schwierig, wie überhaupt über 1000 Euro Bahneinnahmen zu kommen? Durch die eine Störung. Und es regnet schon wieder. Also generell über die 1000 glaube ich nicht so schwierig. Aber sonst könnte es sich als schwierig gestalten. Jetzt ist das Ding kaputt gegangen. Oh. Okay, nee, wir schaffen es nie noch über die 1000 Euro Bahneinnahmen zu kommen. Aber über die 1000 Euro Gesamteinnahmen haben wir gepackt. Alter, wie viele Leute kaufen sich denn Essen im Moment? Oh Gott! Dies ist ja der nackte Wahnsinn. So. Komm, danke. Alles easy. Ich habe das Gefühl, die Leute sind anspruchsvoller geworden und wollen, also haben die Nase voll von dieser Achterbahn. Oder sie haben einfach zu wenig Geld. Na, das glaube ich jetzt nicht. Ich brauche mehr Getränkestände. Alles klar.
Das ist interessant. Wichtig ist eigentlich immer so der 10. März, wenn es da etwa 250 ist, ist es dann eher unwahrscheinlich, dass es noch so nicht hochgeht, weil es ist ja immer schon dritter vom Monat. Wenn ich da erst bei 250 bin, ist die Hochrechnung bei 750 am Ende, nicht bei 1000. Deswegen, so bei 330 ist es dann relativ wahrscheinlich, dass das Ganze noch gut ausgeht. Wir sind halt auch jetzt, haben wir es gesehen. Ja, okay, vielleicht stabilisiert sich es noch auf 900. Ja, ist alles relativ schwierig. Also, man schließt diesmal vom Schreibtisch weg. Ist ja Wahnsinn. Ah, wenigstens ist die Bahn immer voll. Das ist doch auch schön. Und vielleicht schaffen wir diesen Monat auch wieder über die 1000 Euro Bahnanlagen zu kommen. Hochrechnung sieht schon mal ganz vielversprechend aus. Sind auch wieder mehr Leute da beim Anstellen, so vom Gefühl. Wird spannend, ob das sich noch ausgeht. Ja, nein, doch, müsste. Ja, es geht sich leicht aus. Oder? Oh. Na komm schon. Ja, der Wahnsinn. Da fallen die 1000. Wir haben jeden Monat immer über 1000 Euro Einnahmen, genau, das ist gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist immer so im Wechsel. Wenn gerade viel Essen gekauft wird, fahren weniger Leute Bahnen und andersrum. Dann jetzt gehen langsam die Ladeneinnahmen zurück. Sieht man hier in der Tendenz, in der allgemeinen Tendenz. Hier so, ja. Wird halt immer weniger, dafür werden die Bahnannahmen immer wieder mehr. Anscheinend die Zeit, die sie nicht an solchen Läden anstehen, fahren sie dann halt mehr Bahn. Oder so, das ist, wie ich es mir erklären kann. So, naja, egal. Eigentlich warten wir nur noch, bis wir fertig sind und dann sind wir auch mit dem Szenario fertig. Das heißt, es dauert jetzt noch so 3 Monate. Ne, 2 sogar nur noch. Wir sind nur bei 200. Alter, was haben wir diesen Monat für einen Umsatz gemacht? Gute Güte. So. Vielleicht, mit ganz viel Glück, mit ganz vielen Bahntickets, schaffen wir es noch im Monat Juni fertig zu werden mit dem Szenario. Aussichten stehen nicht ganz schlecht. Wobei, mein Dad steht gerade im Bad. Hört sich zumindest so an. Okay, jetzt geht die Zahl nochmal kurz runter beim Geld. Und wir sind fertig. Und zwar jetzt. Das war das Inselhopping. Der einfachste Park.
wenn man die entsprechende Bahn schon vorher hat. Yay. Wow. Stadt Parkland. Ich würde sagen, das speichern wir auch. Man sieht hier irgendwie, habe ich immer weniger Gäste drin. Insel Hoppen. Hey. Und das nächste Mal geht es bei einem kosmischen Felsen. Oder komischer Felsen. Ist ja egal. Tschüss.